Schön, dass du wieder hier bist und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Sam Patrick und ich freue mich, dich zu dieser neuen Thematik in dieser Woche zu begrüßen, und zwar Angst vor Ablehnung. Ich habe es in der letzten Woche schon im Video über Ängste ein wenig beschrieben, wie wir damit umgehen können, wie du diese Ängste, vor allem diese Emotionen lenken und kontrollieren lernst. Heute soll es aber nochmal ganz spezifisch darum gehen. Übrigens, der Link zum Video aus der letzten Woche hier oben. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit Menschen gesprochen, die Selbstständige oder Unternehmer sind und natürlich einen positiven Effekt auf die Welt haben möchten. Sie möchten die Welt in irgendeiner Form verändern. Und ich sehe meine Aufgabe darin, diese Menschen zu bestärken, ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten in die Welt zu tragen und vor allem das Ganze relativ sorgen- und angstfrei, vor allem furchtlos zu tun. Bestärkt, mit voller Vertrauen und vor allem mit Klarheit und Fokus an die Sache heranzugehen. Doch was mich erschreckt ist, dass ich tatsächlich bei sehr, sehr vielen erwachsenen Menschen, die schon 30, 40, 50, teilweise 60 Jahre alt sind, das Thema Ablehnung höre. So, Patrick, ich habe irgendwie Angst, dass die dann Nein sagen. Ich habe Angst, dass ich ausgelacht werde. Ich habe Angst, dass ich als Frau nicht ernst genommen werde. Und es ist erschreckend, dass so eine Thematik immer noch bei erwachsenen Menschen vorherrschen ist. Wir sollten eigentlich aus diesem Alter raus sein, weil ich glaube, Ablehnung passiert eher so im Pubertätsalter, wo dann vielleicht das Mädel uns ablehnt oder wir in irgendeiner Form noch Konkurrenzkämpfe ausfechten. Aber wenn wir erwachsen sind, sollten wir doch schon langsam dieses Thema hinter uns gelassen haben. Aber dennoch passiert es immer wieder. Und ich habe es auch schon in der letzten Woche erklärt, es sind ganz häufig Konzepte, Prägungen, in irgendeiner Form äußere Gedanken, die wir aufgenommen haben. Und dazu habe ich auch noch ein anderes Video aufgenommen, das findest du hier oben. Und wir wollen dann natürlich ganz, ganz viel Gutes in die Welt bringen. Wir wollen irgendwie die Welt verändern, aber wir fühlen uns gehemmt und gebremst durch diese ganzen vergangenen Dinge, die uns immer noch aufhalten. Sie sind wie ein Rucksack, der uns immer wieder zwar einen Schritt nach vorne lässt, aber dann wieder einen Schritt zurückzieht. Wir hören Dinge auf zu tun, die wir eigentlich tun sollten, aus Angst davor, dass vielleicht dann der Erfolg doch ganz groß ist und wir diesem nicht gewappnet sind und dadurch wieder einen Schritt zurückgehen müssen und selbst eingestehen müssen, dass wir es nicht wert waren, dass wir nicht die Fähigkeiten hatten und damit dieser Person, die uns das damals schon gesagt hat, mehr oder weniger die Bestätigung geben, dass sie recht hatte. Wir haben Angst davor, dass es vielleicht doch nicht klappt und wir dann letzten Endes dieser Person die Bestätigung geben. In welcher Form auch immer, Ängste haben häufig nicht viel damit zu tun, dass eine reale Angst oder eine reale Gefahr vorherrschend ist, sondern dass wir uns diese Angst herbeikonstruieren. So, das bedeutet also, dass Ablehnung grundsätzlich erstmal etwas ist, was wir immer erfahren werden, in irgendeiner Form, weil nicht immer passen wir zu einem Menschen, nicht immer passt unsere Dienstleistung zu einem Menschen. Manchmal passt es einfach optisch nicht, da sagt man, bist nicht mein Typ. Ja? Ablehnung werden wir immer erfahren. De facto ist es aber so, dass wir vielleicht in 0,5% der Fälle wirkliche Ablehnung erfahren. Und damit meine ich nicht Ablehnung wie zum Beispiel, dass wir ein Mädel ansprechen, das Mädel sagt, nee, ich habe einen Freund, ja? Sondern ich meine wirklich harte Ablehnung. Ablehnung, wo wir alleine gelassen werden, wo wir sogenannt geghostet werden oder wir wirklich ganz, ganz harte Einschnitte in unserem Leben annehmen müssen durch diese Ablehnung. Das passiert sehr, 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 sehr selten. Wenn ich dich jetzt frage, ob du in den letzten 3 Jahren wirklich knallhart abgelehnt wurdest und um wie viele Personen es sich handelt, die dich wirklich abgelehnt haben, werden wir wahrscheinlich bei einer sehr geringen Zahl ankommen. Wenn ich jetzt aber frage, hast du in den letzten 3 Jahren mit ungefähr 50 Personen gesprochen, die nett zu dir waren, mit denen du ein gutes Gespräch geführt hast? 100 Personen, 200 Personen, 500 Personen. Und du wirst bei den meisten sagen, ja, war eigentlich ganz nett. Also niemand hat mich abgelehnt, mich wurde begrüßt, ich habe ein nettes Gespräch geführt und so weiter und so fort. Dann ist es hier ein Punkt der Mathematik. Ein Punkt der Mathematik, bei dem wir einfach einsehen müssen, dass Ablehnung sehr, sehr selten passiert. Das Problem ist also deine Konstruktion dieser Realität und nicht die wahrhaftige Realität. Du schaust also nicht aus den Augen der Objektivität, das heißt, du siehst das, was ist, sondern du siehst das, was du glaubst zu sein, nämlich nicht wert oder nicht wertvoll, nicht gut genug oder Frau, Mann, dick, dünn, groß, klein, was auch immer. Ja? Du musst dieses Konzept, welches du von dir hast, ablegen. Du musst nochmal Innenwelt und Außenwelt miteinander koppeln, in Kongruenz bringen. Du musst schauen, was dein wahres Selbst ist und es dann nach außen tragen. Und wenn du dich fragst, ja, aber warum machen Menschen das dann trotzdem, dass sie einen ablehnen? Nun, die meisten sind einfach komplette Narzissten, Angeber. Sie glauben, sie werden die Geilsten und alles, was nicht
Alles, was sich nicht um sie dreht, ist sowieso irrelevant. Deswegen werden dich diese Menschen sowieso immer ablehnen, weil das Einzige, was es in ihrem Kosmos gibt, sind sie selbst. Das darfst du ihnen noch nicht mal übel nehmen. Sie sehen es einfach nicht. Ein Narzisst ist jemand, der einfach überheblich bis zum Gehtnichtmehr ist und es selber noch nicht einmal realisiert, während es Menschen gibt, die überheblich sind, aber aus Unsicherheit. Das ist die zweite Personengruppe. Das heißt, sie kompensieren. Sie versuchen etwas zu verschleiern, was sie nicht sind. Und möglicherweise reagieren Menschen mit Ablehnung aus Angst, weil du ihnen etwas spiegelst, was sie gerne wären. Oder weil du eine Veränderung in deinem Leben bringst oder herbeiführst, die ihnen Angst macht, weil sie glauben, dass sie sich dann anpassen müssen und auch ihre Komfortzone verlassen müssen. Und dann gibt es natürlich noch diese Personengruppe, die nicht versteht, was da passiert und dich einfach nur schützen möchte. Auch diese Menschen, sieh es ihnen nach. Sie sehen die Welt nicht durch deine Augen. Auch alle anderen Personen sehen die Welt nicht durch deine Augen. Es ist wichtig, dass du für dich erkennst, dass du wertvoll bist, dass du eine Gabe hast, dass du eine wichtige Fähigkeit hast, die es gehört, in die Welt zu tragen. Und du solltest dich nicht, so wie ich es schon in der letzten Woche gesagt habe, dafür entschuldigen. Also, leg diese Angst vor Ablehnung ab. Schau in die mathematischen Zahlen. Was sagt die Statistik? Es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass du abgelehnt wirst. Und nur weil du ein Angebot hast, was derjenige ablehnt, heißt das nicht, dass du schlecht bist, sondern derjenige braucht dieses Angebot gerade eben nicht. Ja? Sieh die Dinge, wie sie sind. Dann sieh, wie du bist. Nicht mit den Konzepten, sondern wer du wahrhaftig bist. Trag das nach außen und wenn du Hilfe dabei benötigst, helfe ich dir sehr gerne. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Selbstständigen und Unternehmern, aber auch natürlich mit Privatpersonen, die große Ziele haben, große Standards für sich im Leben hegen und sich aktuell durch genau diese Konzepte gehindert fühlen, das zu erreichen. Wenn du dabei Hilfe benötigst, schau in die Beschreibung, trag dich ein für ein Erstgespräch mit mir oder meinem Team und dann freue ich mich, mit dir gemeinsam daran zu arbeiten. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, abonnierst, das Video teilst und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, dein Patrick. Ciao.